Auf Yucatan bereiten sich die Menschen auf den Sturm Milton vor. Vorhersagen zufolge soll er in Kürze über die mexikanische Halbinsel hinwegfegen und Mitte der Woche an der Westküste des US-Bundesstaates Florida auf Land treffen. Behörden stuften den Sturm zuletzt auf die Stärke 4 herab. Er bleibe aber ein extrem gefährlicher Hurrikan mit einer Windstärke von bis zu 250 Kilometern pro Stunde, heißt es. Floridas Gouverneur Ron DeSantis rief für zahlreiche Bezirke den Notstand aus. Der Wirbelsturm könne große Auswirkungen haben und Sturmfluten von bis zu 6 Metern mit sich bringen, warnte er. Florida und weitere Bundesstaaten im Südosten der USA waren erst Ende September von dem Sturm Helene heimgesucht worden. Der Sturm, der mit Hurrikanstärke 4 auf die Küste getroffen war, richtete massive Schäden an. Nach bisherigen Angaben der US-Behörden kamen mindestens 225 Menschen durch Helene ums Leben.